Valeria leidet unter einem extrem seltenen Gendefekt. Ein extra für sie hergestelltes Medikament könnte sie heilen. Sie denkt, dass sie sich keine Krämpfe mehr wird haben und dass sie sich entwickeln kann, bis hin zu, sie wird ganz ein gesunder Mensch. Weltweit wird erst zum zweiten Mal ein Medikament nur für einen Menschen hergestellt. Es soll 2 Millionen Franken kosten. Dank Genanalysen werden individualisierte Medikamente immer häufiger. Sie werden auch gegen seltene Krebsarten eingesetzt und belasten das Gesundheitswesen stark. Wer soll die extrem teuren Behandlungen bekommen? Man kann keinem 80-Jährigen, dem es gut geht und der gerne lebt, zumuten, zu sagen, ich muss jetzt verzichten. Ich glaube, das ist ganz schwer, wenn man weiß, wenn ich nichts mache, sterbe ich in 2 Monaten. Kymriah und Zolgensma gehören zu den teuersten Medikamenten der Welt. Wie kommt Herstellerin Novartis auf Preise von mehreren hunderttausend Franken? Wir stützen uns auf die sogenannte Kosteneffektivität, was auf der ganzen Welt gemacht wird. Sie standardisiert den Wert jedes gesunden Lebensjahres und berechnet die Fähigkeit des Medikaments, mehr gesunde Lebensjahre zu schenken. Und wer soll diese Medikamente bezahlen? Es braucht schnelle Antworten, sonst sterben Menschen, weil sie ein heilendes Medikament nicht bekommen. Der Preis der Hoffnung. Teure Medikamente gegen seltene Krankheiten.